Hier wird der Kurs PowerPoint 2007 bzw. 2010 für Fortgeschrittene vorgestellt. Sie finden ihn bei werweißwas.net, Adresse ist hier oben genannt, und Sie klicken dann einfach auf diesen Link. Man kann sich anmelden mit Benutzername, man kann aber auch als Gast den Kurs anhören. Der Kurs ist kostenlos und wenn man auf als Gast anmelden klickt, dann muss man auch keine persönlichen Daten abgeben. Sie sind im Kurs und das sieht man auch hier oben, POF7, PowerPoint für Fortgeschrittene 2007 oder 2010, dafür ist der Kurs geeignet. Um welche Themen es geht, das sehen wir hier. Im oberen Teil steht zunächst etwas Allgemeines. Was ist der ECDL Advanced? Der europäische Computerführerschein. Der Lehrplan dazu, und zwar der für Fortgeschrittene, der ist Basis für diesen Kurs, eine Richtschnur, nach der sich dann auch die Übungen und die Videos richten. Man kann sich den anschauen, ich habe darauf geklickt, und da sieht man den Lehrplan für Präsentationen. Das ist auch noch für anderes geeignet als für PowerPoint, nur hier in dem Kurs beschäftige ich mich mit PowerPoint. Sie werden später bei den Videos sehen, dass diese sich an diesen Bezeichnungen hier orientieren. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich gehe dann mal zurück. Das, was wir hier sehen, ist die Leseprobe zu einem Handbuch. Wenn man das entsprechende Plugin hat, dann kann man sich ein Kapitel anschauen. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist für die Benutzer älterer PowerPoint-Versionen, ist dieses interaktive Referenzhandbuch von Microsoft. Ich habe gerade darauf geklickt und wir sehen hier Befehle in PowerPoint 2003 und 2007 im Vergleich. Und da hat man dann die Möglichkeit, hier auf verschiedene Hilfestellungen einzugehen, diese zu nutzen. Als nächstes habe ich hier den Ordner Weitere Unterlagen. Der ist dazu gedacht, dass man das, was hier in den Übungen vorkommt, direkt herunterladen kann, dann braucht man sich diese Übungen nicht mehr selbst neu aufzubauen. Man kann dann auf das, was hier vorhanden ist, aufbauen, neue Folien dazwischen schieben oder die vorhandenen dann noch anderweitig modifizieren. Ich gehe wieder zurück. Jetzt kommen die eigentlichen Kapitel, die sich eben an den Abschnitten des Advanced Modules, des fortgeschrittenen Moduls zum Computerführerschein, orientieren. Da nehme ich jetzt zunächst das erste Kapitel heraus, Grundlagen der Präsentation. Das ist auch für Leute geeignet, die nicht mit PowerPoint arbeiten, sondern mit einem anderen Präsentationsprogramm. Planen von Präsentationen, das ist ein Video, was ich erstellt habe. Dann habe ich hier die KNILL Kommunikationsberatung genannt. Wir sehen hier deren Website, die sind bei führenden Schweizer Unternehmen tätig und beraten, damit die Präsentation eben auch beim Publikum ankommt. Dann habe ich hier die Erläuterung von Microsoft zu dem Thema und das ist also auch sehr nützlich, das anzuschauen. Die Handbücher werden ja heute kaum noch ausgeliefert, jedenfalls wird da wenig ausgeliefert, weil die meisten ja Zugang zum Internet haben. Ich habe dann auch noch etwas verlinkt, was Studenten des Kingston College zu Präsentationen aufgezeichnet haben und bei YouTube bereitstellen. Das kann man sich anschauen, wenn man Englisch versteht. Ich gehe dann mal zurück. Das hier war so das allgemeine Kapitel am Anfang. Jetzt gehe ich auf den fünften Abschnitt ein, Multimedia. Die Punkte aus dem Lernzielplan, die behandelt werden, sehen wir hier vorne. Es gibt also bei vielen Punkten zunächst mal den Link auf die Microsoft-Erläuterungen und dazu dann auch ein Video von mir, beispielsweise für die Tonoptionen, die eingesetzt werden können. Ich habe darauf geklickt, dann öffnet sich ein Flash-Video. Wenn man hier raufklickt, vorausgesetzt ist, dass man ein aktuelles Plugin für seinen Browser hat,
Das läuft dann bei allen Browsern, wenn das Plugin aktuell ist. Ich habe darauf geklickt. Wenn man zu einem Bild noch einen Sound hinterlegen möchte, zum Beispiel Vogelstimmen zu diesem Bild. So, das halte ich jetzt an. Sie sehen schon hier vorne die erste Schaltfläche, die dient zum Anhalten. Man kann das Video auch vorspielen, wenn es dann darum geht, dass man hier sieht, wie der Lautsprecher da als Symbol eingesetzt werden kann. Die Details sieht man hier hinten. Ich gehe dann einfach mal zurück. Das kann man dann selbst ausprobieren. Bei diesem Abschnitt hier 652, da gibt es dann auch gleich den Link auf die Übungsdateien nach dem Video. Ich klicke dann mal auf Übungsdatei. Die wird dann geöffnet, wenn man auf diese Schaltfläche hier unten klickt. Klickt dann nochmal auf Öffnen. Bei mir ist jetzt PowerPoint 2007 das, was hier auf dem Rechner installiert ist. Aber Sie sehen schon, die Präsentationen, die sind mit 2010 gemacht, aber die kann man auch noch mit 2007 bearbeiten. Das sind hier insgesamt 4 Folien, wie wir das rechts unten sehen. Da ist also hier ein gemischtes Diagramm, Säulen und Linien. Und dann Organigramm und hier noch so ein Cartoon. Und das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Man kann zum Beispiel auf die F5-Taste drücken, um zu sehen, welche Animationseffekte da vorkommen. Mit einem Klick komme ich dann zur nächsten Folie und wir sehen, hier wird Säule für Säule und Linie dargestellt. Die Linie zeigt an, wie der Umsatz sich entwickelt und die Säulen, das ist also die Menge der Gäste in Tausendern. Dann haben wir hier noch ein Organigramm. Sie sehen, bei jedem Klick mit der linken Taste kommt hier einer der Mitarbeiter. Und bei der letzten Folie, da habe ich eben etwas zu schnell geklickt, da kommt dann eine Animation am Anfang und bei jedem Klick ist dann was anderes in der Sprechblase zu sehen. Das ist also die benutzerdefinierte Animation, wo der Kopf des Mannes dann noch errötet und am Ende wird ihm der Stuhl weggezogen. Und wenn man dann nochmal klickt, dann sind wir auch wieder draußen. Ich schließe dann hier die Präsentation und bin dann wieder hier. Das soll zunächst reichen. Sie können sich diesen Kurs anschauen als Gast und Risiken haben Sie keines, weil Sie da keine persönlichen Daten abgeben müssen und dann am Ende vielleicht die Befürchtung hegen, ob Sie da in eine Abo-Falle geraten sind. Das ist also hier nicht der Fall.